sowohl Schönheit als auch Intelligenz sind zu großem Teil genetisch bedingt. Freunde der Sonne, letzte Woche habe ich erwähnt, dass Intelligenz genetisch bedingt ist, zu großem Teil. Und ihr habt gesagt, Moment mal, Freundchen der Sonne. Intelligenz genetisch? Heißt das nicht dann auch, dass die Intelligenz verschiedener Bevölkerungsgruppen oder Ethnien genetisch bedingt ist? Wobei wir doch alle wissen, dass Asiaten sowieso die Schlauesten sind. Dieses Thema wird natürlich nicht nur wissenschaftlich diskutiert, sondern vor allem auch politisch. Und dabei werden wissenschaftliche Ergebnisse immer wieder missverstanden. Und zwar auf allen Seiten. Deswegen ist dieses Thema Erblichkeit und Intelligenz das perfekte Beispiel, um eine ganz wichtige Lektion zu lernen. Nämlich, in der Wissenschaft geht es nicht nur um die Ergebnisse, sondern auch um die Methodik. Methodik heißt, auf welche Art und Weise bin ich überhaupt zu den Ergebnissen gekommen? Und ich verspreche euch, wenn ihr die Methodik hinter diesem Thema am Ende dieses Videos erstmal kennt, dann ist die Antwort auf die Frage, bestimmt meine Herkunft, meine Intelligenz, eigentlich ganz einfach. It's tea time. Holt euch einen Tee, Freunde der Sonne, oder ein heiß- oder Kaltgetränk eurer Wahl. Macht es euch gemütlich. Wir nehmen uns mal wieder ein bisschen Zeit für Science. Science. Erstmal, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Intelligenz sprechen? Hier sprechen wir immer vom Intelligenzquotienten. Also professionell durchgeführte IQ-Tests sind auch unter Experten anerkannte Tools, um die Intelligenz zu messen. Trotzdem kann man sich natürlich fragen, ist der IQ überhaupt repräsentativ für die Intelligenz und kann so eine Zahl überhaupt so viel aussagen? Ist sicher eine Diskussion wert, in einem anderen Video vielleicht. So viel Tee habe ich jetzt heute auch wieder nicht. So, dann schauen wir doch mal, was eigentlich so heikel an diesem Thema ist. 2010 sorgte Thilo Sarrazin für Aufruhr, weil er unter anderem behauptete, Intelligenz sei zu 50-80% erblich bedingt. Da seien sich Wissenschaftler einig und daraus leitete er eine Argumentation ab, die schon viel älter ist als 2010. Bereits im 19. Jahrhundert beklagte Francis Galton, übrigens ein Cousin von Charles Darwin, in seinem Buch Genie und Vererbung, dass sich höhere Klassen weniger fortpflanzten als, ich sag mal, der arme Pöbel, was zu einer Verschlechterung der Rasse führe. Eieiei. Klingt erschreckend bekannt, oder? Diese Theorie, genannt Eugenik, wurde später unter anderem von den Nazis aufgegriffen, um ihre kranke Idee einer Herrenrasse auf besonders grausame Art und Weise in die Tat umzusetzen. Dass das jetzt alles eine kranke Scheiße war, ist klar. Aber zurück bleibt immer noch die Frage, ist Intelligenz jetzt genetisch bedingt? Die Antwort ist ja. Aber, es gibt 5 Missverständnisse, die mit diesem Jahr zusammenhängen. Missverständnis Nummer 1, es gibt ein Intelligenzgen. Nein. Was man weiß, Intelligenz hängt mit einer Vielzahl von Genen oder Genvariationen zusammen. Was man nicht weiß, welche das genau sind. Und erst recht nicht, wie die auch noch miteinander wechselwirken. Missverständnis Nummer 2, mein IQ ist zu x% genetisch bedingt. Nein. Hä, aber... Die Antwort ist ja. Nein. Also was jetzt? Intelligenz geht auf Gene und auf Umwelt zurück. Das ist unumstritten. Auch besteht heutzutage unter Verhaltensgenetikern der Konsens darüber, dass der erbliche Anteil durchaus wesentlich ist. Aber alle Zahlen, die ihr in diesem Zusammenhang hört oder lest, 50%, 60%, 80%, was weiß ich, die beziehen sich nicht auf den erblichen Anteil der Intelligenz an sich, sondern nur auf den Unterschied von Intelligenzen innerhalb einer Gruppe von Menschen, wenn man diese miteinander vergleicht. Was? Beispiel. Nehmen wir ein paar eineiige Zwillinge. Diese beiden eineiigen Zwillinge haben zu 100% dieselbe DNA, wie das eben so ist bei eineiigen Zwillingen. Diese beiden Zwillinge haben aber nicht denselben IQ. Gleiche DNA, unterschiedlicher IQ. Daraus kann man ableiten, der Unterschied ist zu 100% umweltbedingt und zu 0% genetisch bedingt. Richtig? Richtig. Daraus kann man aber nicht ableiten, die Intelligenz dieser Zwillinge
ist zu 0% genetisch bedingt. Nein, die Intelligenz dieser Zwillinge hat sicherlich auch irgendeinen signifikanten genetischen Anteil. Wir können nur darüber keine Aussage treffen. Ich bitte euch, merkt euch dieses Beispiel von gerade und ich werde im Laufe des Videos auch immer wieder darauf hinweisen, und zwar mit Hilfe dieses Eis. Wenn ihr dieses Ei seht, dann erinnert euch dran, was wir gerade gelernt haben, nämlich, wir können nur ableiten, zu welchem Prozentsatz Intelligenzunterschiede genetisch bedingt sind. Wir können nicht ableiten, zu welchem Prozentsatz Intelligenz an sich genetisch bedingt ist. Never forget. Never forget. Sehr wichtige Sache, denn in der Praxis, in der wissenschaftlichen Praxis, schaut man sich immer nur Intelligenzunterschiede an. Die Unterschiede lassen sich mathematisch durch die sogenannte Varianz ausdrücken. Die Varianz beschreibt das Ausmaß der Unterschiede bzw. das Ausmaß der Streuung. Je unterschiedlicher die IQs innerhalb einer Testgruppe, desto größer die Varianz. Die Varianz der Intelligenz hat einen genetischen Anteil und einen Umweltanteil und einen Fehleranteil. Keine Messung ohne Fehler. So. Wenn wir jetzt Zahlen hören, wie zum Beispiel Intelligenz ist 50% erblich bedingt, dann ist mit diesen 50% die Varianz gemeint. 50% heißt nicht, dass sich mein IQ zur Hälfte aus Genen und zur Hälfte aus Umwelt zusammensetzt. Genauso wie die Intelligenz in unserem Zwillingsbeispiel eben nicht zu 0% genetisch ist. Deshalb ist die Varianz auch immer abhängig von der Testgruppe. Ihr werdet also in der Messung immer eine andere Varianz rausbekommen, je nachdem, wie ihr eure Testgruppe auswählt. Fazit: Man kann keine allgemeingültige Erblichkeit von Intelligenz wissenschaftlich, also methodisch korrekt, ermitteln. Okay, wenn das so ist, woher kommen dann überhaupt solche Zahlen wie 50% oder 60%? I'm glad you asked. Erlaub mir einen kleinen Schritt zurück. Das ganze Genom, also das ganze Erbgut, unsere ganze DNA, ist von Mensch zu Mensch nur minimal verschieden. Aber dasselbe Gen, also dieselbe Sequenz, kann von Mensch zu Mensch in verschiedenen Variationen auftreten. Und diese Variationen nennt man Allele. So, eineiige Zwillinge teilen 100% ihrer Allele, also ihrer Genvarianten. Normale Geschwister teilen nur 50% ihrer Allele. Genauso Eltern und Kinder teilen 50% ihrer Allele. Und das nennt man eben auch den genetischen Verwandtschaftsgrad. Wenn man jetzt zwei Testgruppen mit bekannten, aber unterschiedlichen Verwandtschaftsgraden miteinander vergleicht, kann man eine Schätzung abgeben über die allgemeine Erblichkeit. Dazu gibt es zwei klassische Ansätze. Erstens die Zwillingsmethode und zweitens die Adoptionsmethode. Die Zwillingsmethode schauen wir uns jetzt hier als Beispiel einmal genauer an. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei der Zwillingsmethode, dem Studiendesign, bei dem man eine Gruppe von eineiigen Zwillingen mit einer Gruppe von zweieiigen Zwillingen vergleicht. Der Vorteil, der genetische Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist bekannt. Die eineiigen Zwillinge haben 100% genetische Verwandtschaft, die zweieiigen Zwillinge 50%. Weiterer Vorteil, die Umweltunterschiede, also die Umweltvarianz, sind zwar an sich nicht bekannt, man kann aber davon ausgehen, dass die Umweltunterschiede für diese beiden Gruppen jeweils gleich groß sind. Wenn die Umweltunterschiede gleich sind, folgt daraus, wenn die eineiigen Zwillinge sich ähnlicher sind im IQ, dann nur, weil sie sich genetisch ähnlicher sind. Richtig? Richtig. So, wie bekommt man jetzt hier aber Zahlen raus? Stellt euch vor, jedes Zwillingspaar ist ein Datenpaar. Wir messen von jedem Paar den IQ und tragen das Ergebnis in ein Koordinatensystem ein. IQ von Zwilling Nummer 1 gegen IQ von Zwilling Nummer 2. Wenn jedes Zwillingspaar genau denselben IQ hat, dann liegen alle Datenpunkte genau auf dieser Linie. Wenn ein Zwillingspaar unterschiedliche IQs hat, zum Beispiel der eine hat 105 und der andere hat 95, dann liegt der Punkt 105, 95 nicht auf dieser Linie. Und je unterschiedlicher die IQs, desto weiter ist der Datenpunkt von der Linie entfernt. Ein Zahlenmaß dafür ist der sogenannte Korrelationskoeffizient. Ein Korrelationskoeffizient von 1 beschreibt den Extremfall, dass alle Datenpunkte genau auf der Linie liegen. Das würde heißen, alle Zwillingspaare haben genau denselben IQ. Ein Korrelationskoeffizient von 0 beschreibt den Extremfall, dass es gar keine Korrelation zwischen den Zwillingen gibt. Das würde heißen, der IQ des einen Zwillings hat gar nichts mit dem IQ des anderen zu tun. Je näher der Korrelationskoeffizient also an 1 dran liegt, der gemessene, der ermittelte, desto ähnlicher sind sich die Zwillinge im IQ. Wenn man jetzt eineiige und zweieiige Zwillinge vergleicht, findet man eigentlich immer dasselbe Ergebnis, nämlich die Eineigen sind sich im IQ ähnlicher als die Zweieigen. Zum Beispiel haben die Eineigen einen Korrelationskoeffizienten von 0,86,
die zweieiigen nur von 0,6. Die Differenz der Korrelationskoeffizienten ist also 0,26 oder auch 26%. Weil sich jetzt eineiige Zwillinge 100% ihrer Allele teilen und zweieiige nur 50%, schätzt man diese 26%, also diese Differenz, als die Hälfte der genetischen Varianz. Der geschätzte genetische Varianzanteil ergibt sich also zu 26% mal 2 sind 52%. Und das, Freunde der Sonne, war die Methode, mit der man auf konkrete Zahlen wie zum Beispiel 52% kommt. Danke. Darüber hinaus benutzt man auch oft die Adoptionsmethode. Hier vergleicht man leibliche Geschwister mit Adoptivgeschwistern. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Die Frage ist jetzt doch, warum benutzt man überhaupt verschiedene Methoden? Das macht man in der Wissenschaft eigentlich so gut es geht immer, um zu vermeiden, dass man keine systematischen Fehler macht, die mit einer ganz bestimmten Methode zusammenhängen. Zum Beispiel wird die genetische Varianz in Zwillingsmethoden systematisch überschätzt und in Adoptionsmethoden systematisch unterschätzt. Und wenn man jetzt so durch die Literatur durchgeht, dann finden eigentlich alle Experten irgendeinen signifikanten Anteil an genetischer Varianz. Aber die Zahl ist immer eine andere, je nach Studiendesign irgendwas zwischen 30% und 80%. Warum ist das so? Heißt das jetzt, diese Schätzungen sind schlecht? Und hier kommen wir zum Missverständnis Nummer 3. Wissenschaftlich ermittelte Zahlen repräsentieren eine allgemeingültige Realität. Nein. Beispiel Zwillingsmethode. Zwillinge sind ja offensichtlich sehr spezielle Testpersonen. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind keine Zwillinge, weswegen man allgemeingültige Aussagen nur schätzen kann. Aber gerade weil man Zwillinge nimmt, schafft man sich damit so einen speziellen Rahmen und so spezielle Testbedingungen, dass man systematische Untersuchungen überhaupt erst durchführen kann. Versteht ihr? Das ist die Grundessenz von Forschung, die viele missverstehen. Nämlich, jede Methode ist systematisch und gleichzeitig auch begrenzt. Bei Wissenschaft geht es überhaupt nicht um Fakten, Fakten, Fakten. Eigentlich geht es tatsächlich nur um Kontext, Kontext, Kontext. Habe ich da gerade Kontext gehört? Und da seid ihr ja schon wieder herzlich willkommen beim Diskussionsteil der Zwillingsmethode. Erstens, wiederholt man dieselbe Zwillingsstudie mit älteren Zwillingen, so kommt man auf eine größere genetische Varianz. Warum? Man hat interessanterweise festgestellt, dass eineiige Zwillinge im Laufe ihres Lebens immer etwa gleich bleiben, also auch gleich intelligent, während zweieiige Zwillinge mit dem Alter sich immer stärker unterscheiden. Wirklich eine ganz spannende Beobachtung, darüber könnte man sicherlich auch noch länger diskutieren. Was daraus folgt, ist jedenfalls, dass bei älteren zweieiigen Zwillingen der Korrelationskoeffizient kleiner ist, weil sie sich mehr unterscheiden und dadurch wird die Differenz zwischen den ein- und zweieiigen größer und damit eben auch der genetische Varianzanteil. Zweitens, zweieiige Zwillinge teilen sich zwar 50% ihrer Allele, also ihrer Genvariation, das heißt aber nicht unbedingt, dass sie sich auch genau 50% ihrer Intelligenzgene oder Intelligenzallele teilen, zumal wir ja gar nicht wissen, welche Genvariation nun tatsächlich für die Intelligenz zuständig ist. Drittens, wir machen bei der Zwillingsmethode die Annahme, dass die Umweltfaktoren für die ein- und zweieiigen gleich groß sind. Ist das eine gute Annahme oder ist sie zu einfach? Ist es nicht vielleicht doch so, dass eineiige Zwillinge ihre Umwelt anders wahrnehmen oder ihre Umwelt anders auf sie reagiert, als es bei zweieiigen der Fall ist? Jedenfalls, ich hoffe, ihr seht, das Ergebnis alleine, selbst wenn es eine Zahl ist, sagt uns erstmal noch nicht so viel, solange wir nicht das Ganze außenrum kennen. Kontext, Kontext, Kontext. Versteht das bloß nicht falsch, damit möchte ich nicht sagen, dass das schlechte Wissenschaft ist. Im Gegenteil. Gute Wissenschaft heißt Kontext geben. Dazu gehört, dass man weiß, was die Stärke der Befunde sind, aber auch, dass man weiß, was die Schwächen der Methode sind und wo die Grenzen sind. Das heißt, all das ist überhaupt nicht meine persönliche Kritik oder mein persönliches Review. All diese Abwägungen werden euch die Forscher selbst schwarz auf weiß liefern. Das gehört nämlich in jede ordentliche wissenschaftliche Veröffentlichung und findet sich unter dem Abschnitt Discussion. Puh, seid noch da? Gut. Missverständnis Nummer 4. Genetische Faktoren und Umweltfaktoren sind unabhängig voneinander. Nein, überhaupt nicht. Unser Genom, also unser Erbgut und unsere Umwelt korrelieren. Das heißt, je größer die genetischen Einflüsse, desto größer auch die Umwelteinflüsse und andersrum. Es gibt drei bekannte Genom-Umwelt-Korrelationen. Erstens eine aktive Genom-Umwelt-Korrelation. Klingt jetzt ziemlich verrückt, aber irgendwie auch logisch. Die Gene suchen sich gewissermaßen aktiv
die Umwelt, zu der sie auch passen. Sagen wir, ein Kind ist musikalisch veranlagt, genetisch. Dann wird sich dieses Kind vielleicht für das Erlernen eines Musikinstruments interessieren. Es wird vielleicht öfter auf Konzerte gehen oder auch mehr Musik hören, was wiederum seine Musikalität von außen durch die Umwelt fördert. Zweitens, die reaktive Genom-Umwelt-Korrelation. Die Umwelt reagiert gewissermaßen auch auf unsere genetischen Veranlagungen. Nehmen wir wieder unser musikalisches Kind, das sitzt im Musikunterricht und der Musiklehrer in der Schule, dem fällt das auf und er steckt das Kind ins Orchester, wo es dann wiederum musikalisch gefördert wird. Durch die Umwelt. Drittens, die passive Genom-Umwelt-Korrelation. Sagen wir, zwei Eltern sind musikalisch, sie haben sich im Orchester kennengelernt und sie zeugen ein Kind, das ebenfalls eine genetische Veranlagung zur Musikalität hat. Jetzt kommt noch hinzu, dass dieses Kind ja auch in einem Haushalt aufwächst, wo es von Musikinstrumenten umgeben ist oder wo jeden Tag Musik gemacht wird, was wiederum die Musikalität fördert. Zweitens, Epigenetik. Unsere Gene bestimmen, wenn man so will, erstmal noch gar nicht unsere Eigenschaften, weil sie an sich gar nicht aktiv sind. Unsere Gene haben zwar unsere Information in sich kodiert, aber diese Information muss erstmal gelesen und übersetzt werden, wenn man so will, in Proteine oder Enzyme. Ob jetzt ein Gen eine aktive Funktion hat oder nicht, hat einerseits mit der Sequenz und der Variation, den Allelen zu tun. Andererseits können aber tatsächlich auch äußere Einflüsse die Aktivierung überhaupt erst triggern. Schönes Beispiel hatten wir bei unserer Klimawandeltherapie. Das Geschlecht der Schildkrötenbabys wird maßgeblich von der Temperatur während der Brutzeit bestimmt. An warmen Stränden schlüpfen mehr Weibchen, an kälteren Stränden schlüpfen mehr Männchen. Das Geschlecht der Schildkröte wird natürlich genetisch bestimmt, aber eben auch epigenetisch, nämlich eben auch durch die Temperatur. Unterm Strich heißt das, Gene und Umwelt lassen sich nicht trennen. Das ist ganz wichtig, denn diese klassischen Methoden, die klassischen Zwillings- und Adoptionsmethoden, tun genau das. Sie trennen die genetischen Faktoren und die Umweltfaktoren, weil man sonst gar nicht systematische Untersuchungen anstellen kann. Und genau deswegen arbeiten Verhaltensgenetiker derzeit an neuen, optimierten Methoden, die diese Korrelation auch irgendwie mit einrechnen können. Heikel wird es eigentlich nur, wenn man versucht, aus diesen wissenschaftlichen Ergebnissen gesellschaftliche Konsequenzen zu ziehen. Und ich will natürlich nicht leugnen, dass auch Wissenschaftler Menschen sind und Menschen mit politischen oder ideologischen Überzeugungen. Und deswegen gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Wissenschaftler, die trotz all dem, was ich euch jetzt die ganze Zeit erklärt habe, extreme gesellschaftliche Konsequenzen forderten. Sei es Galton, der den Nazis die Basis für ihre kranke Ideologie lieferte, oder auch John Watson, der am anderen Ende des Spektrums behauptete, alle persönlichen Eigenschaften seien reine Konditionierung von außen und Gene spielten gar keine Rolle. In diesem gesellschaftlichen Kontext ist das letzte Missverständnis wohl das Wichtigste. Missverständnis Nummer 5. Manche Bevölkerungsgruppen sind genetisch bedingt intelligenter als andere. Nein, nach all dem, was wir heute gelehrt haben, ist das rein methodisch gar nicht nachweisbar. In alle wissenschaftlichen Studien sagen, wie gesagt, nichts über individuelle Intelligenzen aus, sondern nur über den Unterschied innerhalb einer Testgruppe. Never forget. Außerdem habe ich gerade unter Punkt 4 auch nur einen winzigen Teil der vielen Beispiele aufgezählt, wie Umwelt und Genom zusammenhängen und stark miteinander verstrickt sind. Wenn wir jetzt verschiedene Länder vergleichen wollen, dann können ja allein Kulturunterschiede schon so groß sein. Und Kultur ist natürlich ein wesentlicher Teil der Umwelt. Dasselbe gilt natürlich nicht nur für Kultur, sondern zum Beispiel auch für den sozioökonomischen Status. Fassen wir zusammen. Erstens. Intelligenz ist auf sehr viele Gene oder Genvariationen zurückzuführen. Wir wissen nur nicht genau, auf welche. Zweitens. Intelligenzunterschiede sind zu großem Teil genetisch bedingt, wobei Umweltfaktoren und genetische Faktoren auch miteinander korrelieren. Drittens. Niemand ist Opfer seiner Gene oder Opfer seiner Umwelt. Man wird nicht einfach intelligent geboren und das war's. Und man kann auch nicht durch reine Erziehung, Bildung und so weiter intelligent werden. Es ist viel komplizierter als das, was auch die Länge dieses Videos zeigt. Ich werde diesmal leider keine Keks-Emojis verteilen an alle, die das Video bis hierhin gesehen haben. Keks-Emojis werden wir an anderer Stelle definitiv nochmal verteilen, unter anderen Bedingungen. Aber wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt, dann lasst mir doch ein Keks-Emoji da, weil dann kann ich das sehen und mich freuen. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt sicher.